Ja, jetzt bin ich wieder hier. Also, ich muss euch gleich mal sagen, wenn ihr mal ein Auto hört, es kommt gerade mal eins, es tut mir leid, weil ich nehme gerade mitten in der Nacht auf und das ist gerade mal besser, wenn weil bei der Wärme, das ist, ist ekelhaft. So, ich brauche nein, kombinieren, das, Mensch, das und das noch kombinieren und verwenden. So. Wie gesagt, man möge es mir wirklich verzeihen. Ja, okay. Weil ich brauche unbedingt die ein bisschen frische Luft hier drinne. Nimm doch mal. Da ist doch was. Jetzt geh doch mal dahin. Mensch, Alte. Lies doch das, jetzt nimm doch das einfach mal an. Jo. Was ist denn das? Der Rest des Märchens, das ich vorhin gelesen habe. Die Priesterin kam der Bitte des Königs nach und ging zu den Toren des Dorfs. Aber als sie das Ungeheuer sah, versuchte sie es mit Worten zu überzeugen, statt es zu töten. Schweig still, du. Ich werde dich auffressen. Das Ungeheuer schenkte den Worten der Priesterin keine Beachtung. Doch sie versuchte ohne Unterlass, das Ungeheuer zum Aufgeben zu bewegen. Es ist falsch, Menschen zu fressen, weißt du? Dies erzürnte das Ungeheuer dermaßen, dass es die Priesterin mit einem einzigen mächtigen Schlag tötete. Okay, das soll jetzt schon das Ende sein, oder wie? Da. Haut zu, da, los, haut drauf, da kommt noch so ein Vieh. Aua, aua, stopp mal. Mach mal hier und diesen hier. Hallo, Mädchen, steh mal bitte auf. Mensch. Nein. Oh, gut, ich hab doch noch was. Oh. Steh mal bitte auf. Dreh dich um und geh mal bitte. Du solltest eigentlich nur mal ganz kurz rausgehen. So. Danke. Die Alte ist so doof. So, jetzt dürfen wir wieder rein. Wenn die sich mal umdrehen würde. So, das erste Vieh haben wir weg. Ich krieg bloß dieses Vieh nicht weg. Jetzt hat er es mich auch noch angegriffen. Oh, noch so ein hässliches Vieh. So. Ja, na klar, hallo, schieß doch. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ich gehe jetzt einfach mal. Ey, du sollst doch einfach mal rennen. Ja, na klar, wie viel denn noch? Da komme ich nicht rein. Aua! Ich habe keine Muni mehr. Geh mal bitte da durch. Ja, dann geht er durch. Oh, ich hoffe, hier kommt keine. Weil ich hab. Ablegen bitte. Weil ich hab keine Muni mehr. Gar nichts. Scheibenkleister. Rüst mal den Mama aus, bitte. Das Ding ist dran.
Ausrüsten, ablegen. Nee, lass es mal dran. So. Das Vieh ist ja jetzt weg. Ich weiß nicht, ob das Vieh weg ist, also. Aber hier kann ich anscheinend auch nicht gerade viel machen. Ich hätte zwar noch darunter gehen können, aber ich habe keine Money mehr. Monster im ersten Stock, okay. Also muss ich jetzt wieder im ersten Stock runter. Das Vieh ist aber immer noch da. Dann geh mal halt. Keine Ahnung, wohin. Ist schön, wenn man nicht weiß, wohin. Vierten. Komm ich nicht hin, komm ich auch noch nicht hin. Ich kann nur in den vierten Stock nochmal rein. Ich weiß auf jeden Fall eins. Die Viecher kriege ich nicht weg. Das ist jetzt der Raum, da wo ich nicht reinkomme, oder? Sie ist abgeschlossen. Okay, da komme ich also nicht rein. Ich bin jetzt von da gekommen. Also gehen wir jetzt hier wieder rein und gucken, dass wir hier irgendwie langkommen. Ohne dass die uns hier anfressen. Fein, das Dürre ist ja einfach. Oh, jetzt kommt doch noch so ein Vieh hier raus. Dann schlagen wir es halt so kaputt. Au! Komm, steh auf. Ach, die Alte ist doch wirklich zu blöde. Fein, ich sehe nichts. Jetzt haut doch mal zu. Warum haut denn die nicht richtig zu, sagt man? Ist denn die zu blöde dafür? Ich glaube, ja. Komm her, du Vieh. Hier, nimm mal. Jawohl, jetzt drauf treten. Komm, tritt drauf, tritt drauf. Immer drauf da. So. Jetzt kann man nämlich das noch mitnehmen. So, ich rüste jetzt mal das da. Vor allem, wenn ich wüsste, wo ich schon war. Gut, da komme ich auch noch rein. Hier höre ich doch auch schon wieder solche Viecher. Ich schau doch solche Viecher, wo sind denn die? Da ist es doch. Und drauf treten. Tritt drauf. Immer rauf, der Mensch. Scheiß auf das Vieh. Sie ist offen. Nur bringt mir das eigentlich auch nicht, dass die jetzt offen ist. Weil ich kann jetzt eh hier durch. Ich habe eine Silbermünze.
Spielgeld. Anscheinend ist hier nichts, was ich jetzt gucken kann. Da steht was an der Wand. So erntet man Reichtümer. Was einst ein Beutel mit Silbermünzen war, ist jetzt die Zahl in einem Buch. Das Schicksal jedoch hat keinen Preis. Ah, aber wissen die Menschen das? Ja, okay. Wir haben ja jetzt Geld. Wo war denn das? Das ist hier oben, wa? Ja. Verwenden. Lebensversicherungsschlüssel. Aha. Okay. Ah, hier ist jetzt nichts weiter, oder? Nö. Und die Viecher, die können mich jetzt gerade mal kreuzweise. Ich weiß nur ins, die nerven mich gerade mal total. Und tschüss. Hihi. Na, jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn noch einen Schlüssel gebrauchen könnte. Etwa im ersten St ich muss mal. Ich gehe mal in den ersten Stock. Gucken. Ich glaube, da war da auch noch eine Tür. Versperrt. Also, beziehungsweise verschlossen. Aber wo war die Tür? Da bin ich nicht durchgekommen. Das müsste die sein. Ja. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ruff da. Immer ruff. Tut das Vieh tot, Mensch. Oh, das ist eine Wärme, ey. Trotz, dass es ein bisschen kühler ist. Aber auch nicht gerade viel. So, ich habe jetzt eh keine Muni mehr, das ist jetzt weg. Oh, warum tritt denn die nicht gleich recht drauf, ey? Komm, steh auf, bevor das Vieh wieder. Mädel, du bist manchmal so blöd. Du wirst drauf treten. So, das Vieh ist tot. Da komm ich rein. Bäh. Ist hier was? Ja, da ist ein Buch. Da ist was. Nimm's doch mal als das Ende dieses Märchens. Der König und sein Volk weinten bittere Tränen über den Tod der gütigen Priesterin. Gott erbarmte sich ihrer. Er erfüllte ihren Wunsch und heilte die Priesterin. Die Priesterin öffnete ihre Augen, genauso wie sie es an jedem Morgen in ihrem Leben getan hatte. Dann ging sie noch einmal zur Höhle. Höhle? Ja, Höhle des Ungeheuers. Närrin, willst du noch einmal sterben? Nein, dieses Mal bist du dran. Die Priesterin war gekommen, um das Ungeheuer ein für allemal zu besiegen. Da die Priesterin sehr, sehr gütig war, machte sie ihre Aufgabe traurig, aber es musste getan werden. Mit Schwertern und Speeren kommst du mir nicht bei. Pfeile und Kugel prallen mich ab. Du kannst mich nicht töten, lachte das Ungeheuer. Aber die Priesterin nahm weder Schwert noch Speer, sie sang nur einen Zauberspruch.
Tu fui ego eris, sagte Scheiße. Wisst ihr, was dann geschah? Das Ungeheuer brüllte laut, dann starb es und verschwand. Da konnten die Dorfbewohner wieder ihre Tore öffnen. Alle überschütteten die Priesterin mit Dank. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Juhu, wir haben das Vieh besiegt. Das Vieh ist jetzt tot. Das Vieh ist jetzt tot. Aber bevor ich jetzt wieder dahin gehe, gucke ich mich nochmal hier um. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Okay. Also kann ich ja jetzt wieder hier raus. Da kann ich ja wieder zum Fahrstuhl. Ach. Wo ist denn der Fahrstuhl hin, der funktioniert? Was? Okay, ich bin jetzt hier. Ach ja. Das Vieh ist ja jetzt da gewesen und es ist jetzt weg. Ich weiß bloß nicht, wo ich hinlangen muss. Kann sein, dass ich hier lang muss, kann aber auch nicht sein. Ich gehe mal hier durch. Da komme ich nicht durch, das ist nur eine Wand. Genau wie hier, genau wie hier. Da ist eine Tür, die gucke ich mir gleich mal an. Da komme ich nicht durch. Kann ich nichts machen. Also geht's hier rein. Wusste ich doch, es geht hier rein. Hier wohne ich nicht. Ach, jetzt muss ich da ihr Dahme finden. Ich glaube, so genau weiß ich's noch. Hier war das genau hier in der Nähe. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Ja, da. So, jetzt geht's nach Hause. Geh ich jetzt? Nein? Nö, ich guck mich erstmal. Ja, ich weiß, dass ich da wohne. Beziehungsweise die. Aber es kann ja sein, dass ich noch irgendwo rein kann. Oder dass ich noch irgendwo was finde, aber ich glaube nicht.